Heute geht es mal darum, wie ihr ganz einfach einen Custom Games Code in Fortnite eingeben könnt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel bei Skin Contests, Custom Games oder auch bei Scrims mitmachen wollt, müsst ihr natürlich einen Custom Game Code eingeben, damit ihr im Prinzip da in die Lobby mit den anderen Spielern reinkommt, wo ihr gerne reinkommen wollt, beziehungsweise in die Lobby kommt mit dem YouTuber bzw. Streamer. Vorab würde es mich natürlich noch mega freuen, wenn ihr meinen Supporter Credit Code Space7 hier verwendet. Ihr seht das Ganze hier, Leute. Credit Code Space7 nicht vergessen. Falls ihr euch mit dem Video weiterhelfen konnte, tragt ihn sehr, 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 sehr gerne ein. Würde mich auf jeden Fall unterstützen und natürlich auch freuen. Und zwar als allererstes gehen wir natürlich dann hier erstmal auf Spiel und gehen hier dann erstmal auf Ändern bei Spielmodus. Ich weiß jetzt nicht, welcher Spielmodus da bei euch steht. Bei mir ist hier gerade eine Creative Map. Und zwar gehen wir jetzt hier auf Ändern und suchen uns jetzt hier bei Entdecken erstmal den Spielmodus raus. Zum Beispiel, wenn der Streamer jetzt sagt, wir spielen 0 bauen Trio, dann drücken wir hier einmal auf Trio drauf. So, haben das Ganze dann ausgewählt, drücken hier noch einmal auf Ändern und geben dann hier den Code einmal ein. Ich nehme jetzt einfach mal im Code, Code Hallo einfach, zack. Dann drücken wir das Ganze eben auf Annehmen. Dann wählen wir 0 bauen Trio aus. Ihr seht das Ganze hier, zack. Also wählt das ruhig nochmal aus. Und dann könnt ihr eben einmal auf Spielen drücken. Ihr könnt natürlich noch auf Auffüllen drücken oder nicht auffüllen, je nachdem, ob ihr mit anderen Leuten noch in die Lobby reinkommen wollt oder eben nicht. Ich nehme jetzt in dem Fall nicht auffüllen, drückt dann jetzt eben auf Spielen. Und dann seht ihr gleich, ihr werdet zu einer Lobby hinzugefügt, wo dann die wartenden Spieler im Prinzip sind. Bei mir funktioniert das jetzt natürlich nicht, weil jetzt gar kein Streamer oder YouTuber diesen Code Hallo verwendet hat. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass ich euch damit ein bisschen weiterhelfen konnte und ihr jetzt auf jeden Fall wisst, wie man den oder wo man den Custom Games Code eingibt. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Creator Code eingibt. Wie gesagt, Leute, Creator Code Space7, ihr wisst Bescheid. Kuss geht auf jeden Fall raus. Das, was ich euch gerade erklärt habe, ist natürlich hier der Custom Games Code bei benutzerdefinierter Schlüssel. Diesen Schlüssel gibt euch natürlich immer der Streamer und ich würde sagen, das war es jetzt auch auf jeden Fall von meiner Seite aus. Ich bin damit raus. Haut rein und ciao.